Hallo, willkommen wieder beim Thema Datenbanken. Die Muffins sehen ja wieder köstlich aus. Da gibt es welche mit Heidelbeeren, mit Schokolade und diese da sind, glaube ich, mit Äpfeln. Schön geordnet stehen sie in Grüppchen da. Gruppen bilden zu können, macht nicht nur hier bei den Muffins Sinn, sondern auch im Zusammenhang mit Datenbankabfragen. Beispielsweise könnte ich wissen wollen, wie viele Stück pro Kuchensorte auf Lager sind, die Heidelbeeren beinhalten. Ich liebe Heidelbeeren. Aber wie kann man Datensätze derart gruppieren oder sogar nur auf bestimmte Eigenschaften einschränken? Genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Um Datensätze zu gruppieren, bietet SQL uns das Schlüsselwort Group By an. Die Group By-Anweisung gruppiert Zeilen, die die gleichen Werte haben, in zusammenfassenden Zeilen, wie zum Beispiel die Anzahl der Muffins pro Sorte oder die Anzahl der Verkäufe von Schokomuffins pro Filiale. Die Group By-Anweisung wird daher häufig mit Aggregatsfunktionen verwendet, wie Count, Max, Min, Sum oder Average, um die Ergebnismenge nach einer oder mehreren Spalten zu gruppieren. Sehen wir uns ein Beispiel an. Die Filialen dieser Bäckerei verkaufen viele Produkte. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, in welchen Filialen Verkäufe stattgefunden haben, können wir Group By verwenden. Die Abfrage Select Filialnummer from Verkauf gibt uns die Filialnummern aller Verkäufe an. Nur gibt es einen Eintrag für jeden Verkauf, was die Liste extrem unübersichtlich macht. Um die Übersicht zu behalten, gruppieren wir nach Filialnummern. Das Ergebnis ist eine Liste, in der jede Filialnummer nur einmal vorkommt. Aber wie funktioniert das im Detail? Schauen wir uns dazu die Tabelle Verkauf noch einmal genauer an. Sie besteht aus Verkaufs-ID, Verkaufsdatum, Rechnungsbetrag, Filialnummer, Kundenpersonen-ID und Mitarbeiterpersonen-ID. Bei einer Gruppierung wird die Tabelle zusammengefasst, und zwar nach allen Einträgen, nach denen gruppiert wird. Dabei bekommt jeder unterschiedliche Spalteneintrag eine eigene Gruppe. Hier wird zum Beispiel nach den Einträgen der Filialnummer gruppiert, also 42, 801 und 902. Das klingt auf den ersten Blick super praktisch. Wir müssen aber darauf achten, dass die Einträge zu einem einzigen Datensatz zusammengefasst werden und damit auf die einzelnen Datensätze der nicht gruppierten Spalten nicht mehr direkt zugegriffen werden kann. Ich kann zwar noch direkt nach den Filialnummern selektieren, aber nicht mehr nach dem Rechnungsbetrag oder der Mitarbeiterpersonen-ID. Um auf die Daten einer Gruppe zugreifen zu können, benötigen wir eine Aggregatsfunktion, um aus den vielen zusammengefassten Werten einen einzigen zu machen. Die einzelnen Rechnungsbeträge könnten wir zum Beispiel zu einer Summe zusammenfassen, die wir dann in der Ergebnistabelle anzeigen lassen können. Die Aggregatsfunktion berechnet dann den entsprechenden Wert pro Gruppe. Ohne Group By würden alle Einträge der Spalte Rechnungsbetrag zusammengezählt werden, weil dann nur eine Gruppe existiert, wo alles drin ist. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Wie viele Verkäufe wurden pro Filiale an Kunden getätigt? Wir gruppieren hier also wieder die Filialen, heißt nach Filialnummer. Und zwar wollen wir Folgendes wissen: die Filialnummer und die Anzahl der Verkäufe an Kunden darin. Um Zweiteres zu beantworten, benötigen wir eine Aggregatsfunktion, und zwar Count. Count zählt nämlich die Anzahl der nicht leeren Einträge, hier innerhalb der Gruppe. Wir zählen also die Kunden-IDs pro Filiale in der Tabelle Verkauf und erhalten das gewünschte Ergebnis: die einzelnen Filialen mit der Anzahl ihrer an Kunden getätigten Verkäufe. Schauen wir uns nun ein Beispiel mit einer anderen Gruppierung an. Wir möchten für die aktuelle Filiale die Summe der Rechnungsbeträge pro Kunde berechnen. Wir wollen also nach den Kunden, heißt der Spalte KDBID, gruppieren. Da wir die Rechnungsbeträge pro Kunde erhalten wollen, selektieren wir nach der Kunden-ID und der Summe der Rechnungsbeträge. Wir möchten aber nur jene Einträge summieren, die aus der aktuellen Filiale stammen. Daher müssen wir die Zeilen mit Where zuerst einschränken. Die Where-Klausel kommt immer vor das Group By. Die Filiale hat übrigens die Nummer 42. Fügen wir der Abfrage eine Bedingung im Where hinzu, so werden die Zeilen zuerst dadurch selektiert und die verbleibenden dann für die Gruppierung und Aggregatsfunktionen genutzt. Wenn wir aber aus den mit Group By erzeugten Gruppen selektieren wollen, verwenden wir Having. Mit Having können wir nämlich auf spezielle Gruppen einschränken. Eine gesamte Gruppe kommt ins Ergebnis, wenn die Having-Bedingung für diese Gruppe wahr ist. Wird sie nicht erfüllt, so taucht diese Gruppe nicht in der Ergebnistabelle auf. Having kommt in der Abfrage nach dem Group By. In einer Having-Klausel sind übrigens alle Arten von Bedingungen erlaubt. Wir könnten auch eine ganze Abfrage hineinschreiben, aber so weit will ich heute nicht gehen. Einschränkungen in der Where-Klausel werden zuerst ausgewertet. Die Zusammenfassung der Zeilen zu Gruppen wird dann anschließend ausgeführt.
und erst darauf folgend findet die Prüfung der Having-Bedingung statt. Ins Having empfiehlt es sich deshalb, nur jene Ausdrücke zu geben, welche sich auf die Gruppierung und auf Aggregationen beziehen. Sehen wir uns zur Erklärung noch einmal das Beispiel von früher mit den Rechnungsbeträgen pro Filiale an. Wir wollen nun zum Beispiel nur die Summen der Rechnungsbeträge anzeigen, die größer als 100 sind. Um das zu erreichen, müssen wir nach der Gruppenbildung selektieren. Das gelingt uns an dieser Stelle nur mit Having. Die Bedingung können wir im Where nämlich nicht angeben, weil wir hier nur auf die einzelnen Rechnungsbeträge einschränken können und nicht erst auf die später berechnete Summe dieser. Denn zuerst wird Where ausgeführt, dann Group By und zum Schluss Having. Und die von unserer Bedingung benötigte Summe wird erst mit der Gruppierung berechnet. Unsere Abfrage ergänzen wir also mit Having, mit der Bedingung, dass die Summe der Rechnungsbeträge größer 100 sein soll. Und das Ergebnis zeigt genau das, was es soll. Wir sehen hier auch, dass jene Gruppen, die die Bedingung im Having nicht erfüllen, auch nicht in der Ergebnistabelle auftauchen. Wollen wir jedoch die Summe der Rechnungsbeträge pro Kunde anstatt der Filiale, dann sieht das Ganze so aus. Pro Kunde bedeutet, wir gruppieren nach der Kunden-ID und wollen wissen, die Kunden-ID und die Summe der Rechnungsbeträge. Wollen wir nun nur jene, die insgesamt schon mehr als 100 Euro ausgegeben haben, schränken wir das mit Having ein. Und wir erhalten all jene Kunden, die schon für insgesamt über 100 Euro eingekauft haben. Das Having kann übrigens auch Aggregatfunktionen beinhalten, die nicht im Select vorkommen. Es wird ja lediglich für jede Gruppe überprüft, ob die Bedingung wahr ist und damit, ob die Gruppe angezeigt wird oder nicht. Dazu ändern wir unser Beispiel. Uns interessiert nun die Anzahl der getätigten Verkäufe pro Kunde, wobei wieder nur Kunden angezeigt werden sollen, die schon mehr als 100 Euro eingekauft haben. Dazu ändern wir im Select. Wir wollen nun die Anzahl der Einkäufe. Also brauchen wir ein Count. Und zwar wollen wir wissen, wie oft die Kunden eingekauft haben. Die Einschränkung mit Having bleibt gleich. Und im Ergebnis sind die gleichen Kunden wie zuvor. Jene, die schon mehr als 100 Euro ausgegeben haben. Nur diesmal wird die Anzahl ihrer Einkäufe angezeigt. Wie wir sehen, ist es also möglich, Aggregatsfunktionen in der Having-Bedingung zu haben, die nicht Teil des Selects sind. Es ist auch möglich, nach mehr als einer Spalte zu gruppieren. Zum Beispiel, wenn wir wissen wollen, wie viel Kontakt hatten Kunden mit den einzelnen Mitarbeitern im Verkauf. Die Gruppen sind nun die Kunden-Mitarbeiter-Kombinationen in der Verkaufstabelle. In unserem Fall kommt die Kombination Kunden-ID 1 und Mitarbeiter-ID 3 dreimal vor, nämlich in Zeile 1, 2 und 3. Diese werden also zu einer Gruppe zusammengefasst und die Anzahl der Kontakte steigt auf 3. Das gleiche passiert mit den anderen Zeilen. Auch diese werden entsprechend der Kunden-Mitarbeiter-Kombinationen zu Gruppen zusammengefasst. Kundin 4 hat also zweimal bei Mitarbeiterin 4 eingekauft und einmal bei Mitarbeiterin 3. Das war's auch schon wieder von mir. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Anweisung Group By sorgt für die Bildung von Gruppen. Entweder aufgrund der Werte einer Spalte oder aufgrund von bestimmten Spaltenkombinationen. Diese gebildeten Gruppen können wir dann noch weiter einschränken, wenn wir zusätzlich eine Having-Klausel mit einer Bedingung hinzufügen. Dabei kommt Having immer nach dem Group By und eine eventuelle Where-Klausel immer vor die Gruppierung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch die Hintergründe der Gruppierung etwas näher gebracht. Bis zum nächsten Mal!